Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Nell und heute möchte ich dir zeigen, welche Kriterien ich ausgewählt habe, damit sie mir helfen, mich zu entscheiden, welches Diamantarmband ich mir schenken soll. Mir haben diese Kriterien wirklich gut geholfen, deswegen wollte ich sie mit dir teilen. Und vielleicht sitzt du wirklich gerade da und überlegst dir, ein Diamantarmband, die Krönung einer Schmuckkollektion, das würde ich auch gerne haben, aber welches? Deswegen erkläre ich dir, wie ich mich entschieden habe. Vielleicht hilft das auch dir. Der Grund für mich persönlich ist es zum Beispiel wichtig, dass beim Kauf von besonderen Stücken sie wirklich gebraucht und benutzt werden, aber auch einen Sinn haben, dass sie eine Erinnerung einschließen, die ich immer wieder abrufen kann. Deswegen ist meine Empfehlung für dich, also besondere Dinge nur zu besonderen Anlässen zu schenken. Zwar zu einem Meilenstein im beruflichen oder privaten Dasein, wie einer Beförderung oder einem runden Geburtstag oder mein ganz besonderen Tag zu speichern in seiner Erinnerung, wie ein Hochzeitsantrag oder wenn man nach einer schlimmen Phase in seinem Leben wieder auf die Beine gekommen ist. Oder wie in meinem Fall, wenn man einen besonderen Vorsatz gefasst hat. Man sagt sich immer Sachen, die man vergisst, aber dieses Armband soll mich immer wieder daran erinnern, dass ich mir vorgenommen habe, jeden Tag zu einem Luxustag zu machen, jeden Moment an diesem Tag zu genießen und ihm so strahlend zu machen wie dieses Armband, aber auch mich strahlend zu machen wie dieses Armband, besser zu mir zu sein, mich besser zu behandeln und für all das dankbar zu sein und glücklich zu sein. Es gibt noch viele weitere Gründe, aber es kommt nur auf einen an, und zwar: aus welchem Grund möchtest du ein Diamantarmband kaufen? Möchtest du es gravieren lassen? Ich habe mich gegen eine Gravur entschieden. Für das, was ich mir vorgenommen habe, wären einfach so viele Worte nötig gewesen und so ein teures Armband konnte ich mir dann doch nicht leisten. Aber vielleicht findest du eine Gravur sinnvoll, also überlegst dir gut. Denn das bleibt für immer. Die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, war die Farbgebung. Welche Farbe soll es sein? Rot, weiß oder gelb? Ich habe Schmuckstücke aus allen Metallen und allen Farben gemischt. Am liebsten habe ich jedoch Gelbgold. Meine Überlegung ist immer, was passt am besten zu meinem Hautton, zu meiner Kleidung und zu meiner Lust und Laune. Denn schlussendlich trägt man ja am meisten die Sachen, die einem gefallen und in denen man sich wohlfühlt. Also entscheidet nicht nur der Kopf, sondern auch der Bauch. Ich habe jetzt den Trinity-Ring von Cartier, weil er alle Farben enthält, und beginne mit der Farbe weiß, dem Weißgold. Dort wird die gelbe Farbe des Goldes entfernt durch Zugabe von Edelmetallen wie Silber, Platin oder Palladium. Zusätzlich verwendet man oft Rhodium als Überzug, um die Substanz resistenter zum Beispiel gegen Kratzer zu machen und den Farbton zu intensivieren. Neben Weißgold gibt es Silber und ich persönlich kann bei gerade neuen Schmuckstücken den Unterschied kaum erkennen. Silber ist viel weicher, nicht so beständig, zerkratzt eher. Auch das kann rodiniert und dadurch quasi robuster gemacht werden und der Farbton intensiviert werden. Das Rhodium trägt sich ab und dann müsste man das erneuern. Das ist mit Kosten und Aufwand verbunden. Ich persönlich mache das nicht. Hand aufs Herz. Wer von euch macht sowas? Obwohl, jetzt, wo ich darüber nachdenke, vielleicht mache ich es doch. So eine Rhodiumschichterneuerung kostet zwischen 30 und 90 Euro. Ich werde darüber nachdenken. Falls ich es mache, erzähle ich es dir. Auch Weißgold kann je nach Karat anlaufen, wird dann gelblicher, gräulicher. Aber über die Karate reden wir später, denn zuerst kommt noch in Weiß ein Platinring. Platin ist das seltenste Metall und war eine Zeit lang sehr, sehr teuer. Jetzt schwankt es immer. Manchmal ist Weißgold oder Gold teurer, manchmal Platin. Hängt immer so ein bisschen von der Wirtschaft ab. Und Silber ist am günstigsten. Platin verfärbt sich niemals. Es ist das beständigste und härteste Metall und eigentlich perfekt für die Schmuckherstellung. Ich kann wirklich gerade bei neuen Schmuckstücken nicht sagen, was Platin, Silber oder Weißgold ist. Könntest du das erkennen? Ich habe einen Profi-Goldschmied gefragt und der hat mir erklärt, dass Platin quasi die meiste Färbung hat. Dieses intensiv silber-weißliche hätte er am stärksten entwickelt und das würde auch so bleiben im Verlauf der Zeit. Ist am beständigsten, am schwersten und gegen jede Gebrauchsspuren quasi fast sicher. Weißgold hingegen, je nach Karat, läuft es doch schon ein bisschen gelblich-gräulicher an. Und man erkennt das auch so ein bisschen, dass es etwas wärmer von der Farbgebung ist, während Platin kühler ist. Und Silber ist auch etwas kühler und auch strahlend weißer, aber strahlt nicht so stark wie Platin und oxidiert und wird schwärzlich im Verlauf der Zeit. Das heißt, wenn wir die Logik benutzen und das von Generation zu Generation weiterfärben wollen, wäre die Nummer 1 Wahl Platin, weil es am beständigsten ist und sich am meisten und am besten über die Zeit hält, dann Weißgold und das dritte ist Silber. Aber weil es ein Schmuckstück
Stück ist, das ist keine Kopf- und Logikentscheidung, empfehle ich auch den Bauch einzubeziehen. Denn du musst es lieben, damit du es trägst und damit es nicht in der Schmuckschatulle verstaubt. Wenn du wirklich finanziell mitdenkst, ist Platin und Weißgold natürlich viel teurer als Silber. Das heißt, wenn du nicht so viel Geld hast, ist Silber eine gute Alternative. Aber wenn du investieren möchtest, ist natürlich Weißgold oder Platin doch deine Wahl. Ein Nachteil bei Silber ist, damit es immer strahlend und hübsch aussieht, musst du es regelmäßig polieren und reinigen. Hat dir Weiß nicht so gut gefallen? Dann bist du vielleicht bei Gelb richtig. Es gibt nämlich Gelbgold. Das ist Feingold mit Anteilen von Silber und Kupfer. Je nachdem, wie viel Silber und Kupfer man prozentuell dazusetzt, ist die gelbe Färbung sehr dezent bis sehr stark, also quasi zitronig bis orangig. Da gibt es Unterschiede. Wie du siehst, habe ich jetzt den Ring von Cartier gegen den von Bulgari gehalten und die Gelbtöne unterscheiden sich schon ein bisschen. Merkst du das? Und falls dir weder Weiß noch Gelb gefallen haben, es gibt noch Rosé. In diesem Trinity-Ring von Cartier habe ich jetzt die Farbe Rosé rausgeholt und werde sie jetzt mit dem O-Ring von Bulgari vergleichen. Der ist auch in Roségold gehalten. Auch zwischen dem Roségold gibt es starke Unterschiede, je nach Hersteller und Färbung. Man gibt also Feingold und Silber und Kupfer dazu. Silber- und Kupferanteile variieren, wobei jetzt mehr Kupfer hinzugezogen wird, damit dieser Roséton entsteht. Und je nach Hersteller und Menge von Kupfer ist die Roséfärbung stärker oder schwächer. Wenn man ganz viel Kupfer dazu gibt, ist dieses Rotgold sichtbar. Bei einem Rotgold besitze ich nicht, das mag ich gar nicht. Wie ist es bei dir? Was hat dir am meisten gefallen? Ich muss sagen, ich mag alle drei sehr gerne und kombiniere sie sehr gerne mit und untereinander. Und an manchen Tagen behalte ich den Monochrom-Look, dass wirklich alles aufeinander abgepasst ist. Was mich manchmal gruselt, ist, dass in der Modeszene diese Postulate fallen. Alles muss aufeinander abgestimmt sein. Die Schuhschnalle, die Gürtelschnalle, die Tasche, die Knöpfe, der Haarschmuck und der Schmuck. Alles muss in Silber sein oder in Gold oder in Roségold oder in Gelbgold. Ich mag sowas nicht. Ich finde, es sollte nach Stimmung gehen, nach den Sachen, die man sich wohlfühlt. Denn nur wenn man sich wohlfühlt, kann man auch gut funktionieren und glücklich sein. Und nur wenn man sich wohlfühlt und glücklich ist, kann man wahre Schönheit ausstrahlen. Viva la Revolution! Auf eine bessere Welt mit weniger Schubladen. Yeah! Ach, wäre das schön. Ich wollte dir noch was zeigen. Und zwar habe ich jetzt von Bulgari aus der Serie B-Zero den Ring in Gelbgold und den O-Ring in Roségold genommen und gegeneinander gehalten, damit du siehst, dass da nicht wirklich Welten auseinanderklaffen. Je nach Licht merkt man kaum den Unterschied. Bei Cartier ist es im Grunde das Gleiche. Also es ist wirklich so, dass der Gelbgoldring ein bisschen gelblicher ist und die O-Ringe, die in Roségold gehalten sind, ein bisschen rosiger aussehen. Aber wirklich minimal. Ich trage das oft als Set und bis jetzt hat mir keiner laut ins Gesicht gesagt, dass das nicht zusammenpassen würde, weil es zwei unterschiedliche Goldarten sind. Vielleicht haben es einige Menschen gedacht, aber laut ausgesprochen hat es keiner. Und mir ist das auch egal. Denn ich finde, es sieht wunderschön zusammen aus und man braucht nicht wirklich 500.000 perfekt aufeinander abgestimmte Schmucksets. Manchmal macht die Kombination die Sache ist wunderschön und einzigartig und persönlich. Alles, was Menschen besitzen, definieren sie auch, um eine Wertigkeit zu vereinbaren. Bei Gold hat man sich hierbei auf zwei Begriffe geeinigt, zum einen Karat und dann den Goldgehalt in Prozent. Die Schmuckherstellung beginnt mit dem 750er Gold, das einen 75-prozentigen Gehalt an Feingold hat und 18 Karat. Es ist am wenigsten gelbstichig und behält die Farbe bei. Es ist am beständigsten, zeigt die wenigsten Gebrauchsspuren, Kratzer, obwohl das Gold immer das zeigt. Es kann gut als Investitionsquelle benutzt werden, von Generation zu Generation vererbt werden. Es zeigt auch das wenigste Allergenepotenzial, weil einfach nicht so viele Stoffe beigemischt werden, keine Schutzschicht zum Anlaufschutz benötigt wird. Aber auch das 585er Gold mit einem 58,5-prozentigen Feingoldgehalt und 14 Karat ist nicht so viel schlechter und optisch kaum zu unterscheiden. Es ist ein bisschen gelbstichiger, ein bisschen anfälliger auf Zeichen der Zeit und des Gebrauchs, aber ansonsten auch wunderschön für Schmuckherstellung. Ich würde beide empfehlen. Das 585er ist ein bisschen günstiger. Da mehr Stoffe zu gemischt werden, ist auch das Risiko für allergische Reaktionen ein bisschen erhöht. Und dann gibt es noch das 375er Gold mit 9 Karat mit einem Feingoldanteil von 37,5%. Hier werden die meisten Stoffe zugemischt, das heißt hohes allergisches Risiko ist schon vorhanden. Es ist das günstigste Gold, das am meisten gelbstichig ist und das kann anlaufen. Das heißt, hier brauchen wir noch zusätzlich einen Anlaufschutz. Wir müssen es polieren, ein bisschen besser drauf aufpassen, weil es auch am weichsten ist und die meisten Gebrauchsspuren Kratzer zeigt. Ich würde es mir nicht kaufen, könnte es dir auch nicht empfehlen. Auch bei Diamanten hat man zwei Begriffe, um seine Wertigkeit zu definieren. Zum einen ist es die Reinheit, das heißt, je weniger Einschlüsse, je lupenreiner er ist, desto teurer ist er. Zum anderen ist es die Farbe. Je intensiver die Farbe ist, je reiner sie ist,
kaufst, umso teurer ist es. Es gibt ja nicht nur weiße Diamanten, sondern auch bunte Diamanten. Und jetzt musst du dich entscheiden, willst du ein Erbstück, ein Investitionsstück, das du wiederverkaufen möchtest, dann investiere so viel Geld, wie du nur kannst. Wenn du es wiederverkaufst, hast du auf jeden Fall Gewinn gemacht. Oder möchtest du einfach nur ein Schmuckstück zum Tragen und Spaß haben, dann kannst du auch einen günstigeren Diamanten kaufen, denn mit bloßem Auge kann man seinen Wert nicht erkennen. Und für die Entscheidung ist immer natürlich ausschlaggebend, welcher Schliff gefällt dir am meisten. Ich bevorzuge persönlich die viereckigen, wobei der runde Brillantschliff der populärste ist und den meisten Leuten scheinbar gefällt. Die Strahlkraft ist immer wunderschön. Ich kriege nicht genug davon, wie sie funkeln. Wie ist es bei dir? Ach so, Entscheidungen. Natürlich muss man sich auch ein bisschen überlegen, wie groß sollte dieser Diamant sein. Es gibt unterschiedliche Karatgewichte. Willst du was Großes, Auffälliges, was Pompöses oder eher was Dezentes, was Unauffälliges, was du wirklich nonstop tragen kannst? Du musst ja auch wirklich überlegen, wie viel Geld du investieren möchtest. Denn je mehr Karat ein Diamant hat, desto teurer ist er auch. Dann musst du dir überlegen, wie viele Diamanten du haben willst. Das ist zum Beispiel ein 1.300-Euro-Armband, das ich bei Christ anprobiert habe, aus 585er Weißgold mit 0,34 Karat Diamanten, wobei nur 40% des Armbands mit Diamanten befüllt sind, der Rest ist pures Weißgold. Und das wäre ein Beispiel für ein einreihiges Tennisarmband. Das hier ist ein zweireihiges Tennisarmband, mehr Funkeln, natürlich viel teurer, mehr Diamanten, mehr Karat. Je größer der Diamant ist und je mehr Reihen du hast, desto pompöser ist auch das Armband. Für mich persönlich wäre das schon zu viel, das würde ich nur bei besonderen Anlässen, Events anziehen. Es gibt auch dreireihige und noch mehrreihige und mit größeren Diamanten, aber du musst dir wirklich überlegen, willst du das nur für besondere Anlässe tragen oder für den Alltag, weil zum Beispiel für mich wäre das für den Alltag viel zu viel. Und nicht zu vergessen ist natürlich, steigen dadurch die Preise extrem an. Aber auch das Funkeln, das ist so einmalig schön. Also ich hatte solche Armbänder schon an und ich habe das echt genossen, aber ich habe sie mir nicht gekauft. Und hier wollte ich dir live den Unterschied präsentieren. Ich zeige dir jetzt ein Armband von Christ in 585er Gelb Gold mit 0,4 Karat Diamantgewicht gegenüber von 2,5 Karat Gewicht in 585er Weißgold. Jetzt entscheide bitte, was für dich alltagstauglicher ist vom Preis und vom Aussehen her. Ich finde, es ist schon wichtig, dass man sich etwas kauft, was man wirklich möchte. Also jetzt nicht sparen und lieber das kleinere kaufen, weil dann wirst du unglücklich sein. Lieber 2-3 Jahre länger warten oder Monate und sich das kaufen, was man wirklich möchte. Wenn du jetzt die größeren Diamanten möchtest, spare ein bisschen länger und kauf sie dir. Und wenn du sagst, nein, das ist mir viel zu auffällig, das mag ich gar nicht, das kann ich dann gar nicht tragen, dann nimm lieber das günstigere, kleinere. Und meine Empfehlung ist, geh öfter in den Laden, probier immer wieder diese Armbänder an, bis du dir ganz, ganz sicher bist, welches du haben möchtest. Schlaf drüber, eine Nacht, zwei Nächte, ein paar Wochen lang. Bis du wirklich sicher bist, welches du haben möchtest und was dir am meisten gefällt und wo du denkst, es am meisten tragen zu können. Denn nur wenn du es wirklich oft trägst, lohnt es sich, eins zu kaufen. Und möglicherweise ist ein Tennisarmband zu viel für dich und du möchtest einfach einige Diamanten nebeneinander sitzend kaufen, dann hol dir so etwas. Das ist noch dezenter und alltagstauglicher. Und je nach Hersteller und Diamanten und Gold vielleicht sogar noch viel, viel günstiger. Man kann auch ganz filigrane Diamantarmbänder kaufen, auf dünnen Ketten aus Gold einzelne Diamanten verstreut voneinander untergebracht sind. Das ist sehr, sehr dezent und wirkt auch wirklich sehr, sehr zerbrechlich und süß und zauberhaft und man hat trotzdem diesen Glitzer. Auch hier können die Preise schwanken, je nach Größe und Goldlegierung. Man kann hier auch sehr, sehr günstige Schnäppchen machen. Oder auch sehr hohe Preise zahlen. Natürlich gibt es diese Armbänder noch filigraner mit einem einzelnen solitären Diamanten, wie zum Beispiel jetzt bei Cartier das Damour Diamantarmband mit einem einzigen Stein. Den gibt es in drei Größen. Auch die Kette wird immer größer mit dem Diamanten angepasst, von XS bis normal groß und dann extra groß, wobei das immer noch sehr klein ist. Cartier verwendet standardmäßig das 750er Gold, also das edelste. Natürlich zahlen wir da nicht nur für die Materialien, sondern auch hauptsächlich für den Namen und das doppelt, dreifach und fünffach. Ihr müsst wissen, ob euch das wert ist oder nicht. Bei dem größten Armband ist der Diamant 0,13 Karat groß. Aktuell finde ich den Preis nicht, das war so um die 2000 Euro. Das mittlere Armband kostet 1170 Euro und hat einen Diamanten von der Größe 0,09 Karat. Und schließlich gibt es noch das kleinste, das XS-Armband mit einem Diamant von der Größe 0,04 Karat. Die Kette wird immer dünner, je kleiner der Diamant wird. Aber es sieht wirklich bezaubernd aus, ganz filigran. Nur wie gesagt, der Preis ist unverhältnismäßig, entspricht nicht den Materialien, sondern man zahlt wirklich hauptsächlich auch für den Namen
haben, obwohl die Qualität schon sehr gut ist. Aber wirklich hauptsächlich zahlen wir die Werbung, den Namen und nicht die Materialien. Entsprechende Armbänder findest du auch beim No-Name-Juwelier für die Hälfte oder weniger des Preises von Cartier. Wobei ich sagen muss, dass mir das Design richtig gut gefällt und ich jahrzehntelang überlegt habe, ob ich mir dieses Armband kaufen soll oder nicht. Ganz besonders gefällt mir das hängende Element nach dem Verschlussteil, wo von der Kette in einem ovalen Fenster das CC typisch für Cartier eingefasst ist. Ich finde, das wirkt immer so verspielt und kokett. Das gefällt mir immer noch sehr gut und spuckt in meinem Kopf herum. Ich wollte aber noch eine Sache klären, und zwar, welche Fassung ich für meine Diamanten in dem Diamantarmband haben möchte. Es gibt drei unterschiedliche oder vier sogar unterschiedliche Art von Fassungen. Die bekannteste ist die Krabbenfassung, wo quasi so kleine Fingerchen die Steine umringen und festhalten, sie so ganz, ganz viel Licht bekommen, damit sie strahlen und funkeln können. Das ist für mich so die bekannteste. Dann gibt es noch die Kanalfassung, wo quasi in einem Graben, also umringt von zwei Metalllinien, Diamanten ganz nah aneinander liegen. Das ist so eine moderne Art, die zu fassen. Sie bekommen sehr viel Licht und können auch sehr viel strahlen. Mir gefällt diese Art nicht so wirklich. Und dann gibt es noch eine Lünett- oder Halblünett-Fassung. Das ist, wenn jeder Diamant einzeln von dem Metall umringt wird, entweder vollständig oder zur Hälfte. Das ist an diesem Cartier-Armband wirklich sehr raffiniert gemacht und das gefällt mir richtig gut. Aber der Preis ist auch echt böse, oder? Diese Art der Fassung ist wirklich sehr robust und gerade für Tollpatsche wie mich total gut geeignet. Nichtsdestotrotz, die Krabbenfassung gefällt mir am besten, weil die Diamanten dann wirklich maximal strahlen und funkeln. Und das liebe ich gerade an denen so sehr. Wie du siehst, war ich einkaufen. Die Frage stellt sich nur, war ich bei Cartier einkaufen, habe das Damour-Diamantarmband gekauft oder war ich bei Christ und habe mir ein Tennisarmband gekauft? Apropos Tennisarmband. Der Name hat einen witzigen Ursprung, denn eine Tennisspielerin hat es bei den US Open verloren. Das Spiel wurde unterbrochen, bis sie es wiederfand. Und sie meinte, ja, da habe ich mein Tennisarmband verloren. Und so kam der Name zustande. Und ich finde ihn total traurig, denn ich hätte lieber irgendwie der Sternenfänger oder die Leuchtstraße. Irgendwas Schöneres als Tennisarmband. Aber ich bin ja auch ein Antisportler. Vielleicht kommt es daher. Also ich finde den Namen nicht so gelungen. Hier zeige ich dir noch ein Armband von Swarovski, das ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe. Das ist mit Zirkonias oder Kristallen, also mit künstlichen Diamanten. Die gibt es auch. Die sind viel, viel günstiger und eine Alternative für alle, die nicht das Geld haben, um sich echte Diamanten zu kaufen. Ganz ehrlich muss ich sagen, dass der Unterschied kaum zu sehen ist, oder? Also eine gute Alternative, um sich nicht zu verschulden und trotzdem zu funkeln. Ich persönlich kaufe keinen Modeschmuck mehr. Ich habe aus Fehlern gelernt. Ich kaufe keine synthetischen Diamanten, keine Zirkonias. Ich mag die echten Dinge, das Wahre, die Natur. Und deswegen würde ich dann lieber länger sparen, mir das kaufen, was ich möchte. Und hier habe ich die drei im Vergleich. Also du siehst, man merkt jetzt nicht, wenn man kein Profi ist und dann keine Lupe hat, was ist. Ist es jetzt Diamant oder Zirkonia oder synthetischer Diamant? Die sind ein bisschen stärker. Zirkonias gehen halt ganz schnell kaputt. Du siehst Kratzer und die werden stumpf und verlieren diesen Glanz, je öfter man das trägt. Die sind einfach nicht so hart wie Diamanten. Synthetische Diamanten sind ein bisschen stärker als Zirkonias und nicht so porös. Das heißt, ihre Oberfläche bleibt länger glatt und glänzend. Auch dieses Strahlen verlieren sie nicht so schnell wie Zirkonias. Sind auch teurer in der Herstellung. Und Diamanten sind natürlich am teuersten, die echten Diamanten. Und sie funkeln am längsten und verlieren diese Leuchtkraft niemals und sind wirklich so hart, dass die Oberfläche nicht stumpf wird oder kaputt geht, dass die Kanten stark bleiben und glatt. Das ist halt der Unterschied. Man hat etwas für die Ewigkeit. Und dann wollte ich dir nochmal getragen den Unterschied zeigen, die Hand so ein bisschen bewegen. Bei den Diamanten habe ich das Gefühl, dass manchmal wirklich sein Lichtstrahl eingefangen und zerstreut wird. Und es ist wie ein Blitzschlag beinahe. Es ist so wunderschön. Ich ertappe mich manchmal dabei, wenn ich runtergucke und das immer wieder beobachte, wie die Farbe sich verändert, wie diese Funken sprühen. Und ich habe das Gefühl, dass bei den echten Diamanten mehr von diesem Lichtspiel und diesem Farbenspiel zu sehen ist als von den Zirkonias. Von Cartier habe ich mir nicht das Armband gekauft, das ist die Halskette in XS mit den kleinsten Diamanten, also 0,04 Karat, winzig klein mit ganz dünner Goldkette in Gelbgold. Und ich wollte dir einfach zeigen, wie das aussieht. Ich finde das Armband von Cartier immer noch wunderschön, aber ich muss sagen, dass der Vergleich mit dem Tennisarmband einfach großartig sichtbar macht, warum ich mich dafür entschieden habe, doch ein Tennisarmband zu kaufen. Es funkelt einfach mehr, ist trotzdem sehr dezent und filigran und wundervoll und geeignet, jeden Tag getragen zu werden. Auch das von Cartier ist sehr zart und feenhaft, aber es ist wirklich so winzig klein.
Vielleicht, wenn ich 16 oder 18 wäre, hätte ich mir das von Cartier gekauft. Aber da ich schon ein bisschen älter und ein bisschen größer bin, habe ich mich doch für das Tennisarmband entschieden. Ich kann es jeden Tag tragen. Es wird nicht an Wert verlieren. Es ist in 585er Gelbgold gehalten. Und ich kann das sicherlich an die nächste Generation weitergeben. Und ich würde mich freuen, wenn das irgendjemand trägt, wenn ich dann in vielen, vielen Jahrhunderten nicht mehr da bin. Ich vergleiche noch einmal die Daten. Erstmal der Preis. Bei Christ habe ich unter 1000 Euro bezahlt. Man kann mit vielen Gutscheincodes den Preis richtig gut knacken. Bei Cartier hätte ich zahlen müssen 760 Euro. Bei Cartier bekomme ich 750er Gelbgold, bei Christ das 585er. Bei Christ bekomme ich 0,4 Karat, bei Cartier 0,04. Also ich finde auch so vom Materiellen her lohnt sich das Tennisarmband einfach mehr. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass das Design von Cartier mich immer noch reizt und dass ich das Armband wunderschön finde. Ich finde es einfach wirklich atemberaubend und auch dieses kokette hängende Ende mit dem ovalen Fenster, in dem das CC eingebracht ist, finde ich total schön. Also wirklich, es gefällt mir immer noch sehr gut, aber ich habe meine Entscheidung gefällt und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Entscheidung so gefällt habe und das Tennisarmband und nicht das Cartier-Armband gekauft habe. Und mit Armbändern habe ich abgeschlossen. Ich habe wirklich mehr als genug Schmuck und man sollte genießen, was man hat und nicht immer mehr kaufen und das dann nur in der Schublade hängen lassen. Ich wollte dir noch zeigen, wie das bei Christ aussieht und verpackt ist. Also man bekommt aus Papier ausgedruckt, weil ich kein Member sein wollte und nicht schon irgendwie da meine E-Mail-Adresse in einem Shop hinterlassen wollte. Da will ich das sowieso total reduzieren. Ich möchte auch keine E-Mails mit irgendwelchen Einkaufstipps oder Rabatten bekommen. Also ich habe ein ganz gewöhnliches auf Papier ausgedrucktes Zertifikat mit all den Daten zu meinem Armband und mit dem Preis, das ich auch als Garantie verwenden kann. Hinzu kam noch, dass ich da wirklich im Laden extremst verwöhnt wurde. Ich habe Getränke bekommen, kleine Häppchen. Ich durfte alles Mögliche anprobieren, hatte wirklich Spaß in dem Laden mit den Verkäuferinnen. Es waren zwei da. Wir haben uns köstlich amüsiert und eine schöne Stunde verlebt. Und ich habe noch ein kleines Geschenk bekommen für zu Hause. Oh, ich liebe diese Goodies mit einem kleinen Poliertuch. Es ist wirklich winzig klein, aber es reicht für die kleinen Schmuckstücke aus. Und ich habe auch ein größeres zu Hause. Das habe ich irgendwann mal bei Tiffany, glaube ich, bekommen. Ich glaube, bei Bulgari habe ich auch eins erhalten. Also ich finde, es gehört zum Einkaufserlebnis dazu, dass man immer diesen Feenstaub dabei hat. Und das ist das Wunderschöne am Live-Einkaufen. Neben dem Putztuch habe ich auch noch eine Substanz bekommen, eine Chemikalie, einen Schaum, den ich verwenden kann, um die Schmuckstücke, die ich schon bereits besitze und jetzt neu erworben habe, auch sauber zu halten. Ich liebe sowas. Ich freue mich immer total, wenn ich sowas kriege und es macht das alles nur noch ein bisschen schöner und man freut sich über den Einkauf noch ein bisschen mehr. Zumindest geht es mir so. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich genieße sowas total. Und ich vermisse sowas total beim Online-Shoppen, denn da ist oft der Feenstaub einfach nicht dabei, was ich echt schade finde. Ach ja, und hier kommen wir zum Hauptakteur. Das ist das Diamant-Tennis-Armband, was ich gekauft habe bei Christ. Es ist sehr schön in einer Pappschachtel schwarz-weiß verpackt. Es ist wirklich gut verpackt, substanziell fest. Innen drin ist eine Mikrofaserschachtel in schwarz, fühlt sich an wie Samt oder Wildleder. Sehr, sehr edel sieht das aus. Es erinnert mich an diese Diamantschachteln von Tiffany & Co. Die sehen genauso aus. Von den teureren Schmuckstücken, die günstigeren werden ja in diesen blauen Schachteln verpackt. Und genau, ich habe das schon mehrfach bewegt, deswegen ist es nicht mal so schön drin, wie es am Anfang drin war. Es funkelt und glitzert. Es hat einen sehr, sehr guten Verschluss, der sicher ist. Man muss ihn, indem man den letzten Diamanten leicht andrückt, reinbringen und dann die zwei Hacken an so kleine Pünktchen, an so kleine Krönchen reindrücken. Es macht sein Klickgeräusch und dann weiß man, dass es fest ist und man verliert es nicht. Es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Obwohl es eine Krabbenfassung ist, heftet sich das nicht an irgendwelchen Pullovern und zieht da die Haare raus. Es ist wirklich safe, sehr, sehr gut verarbeitet und du siehst das Funkeln und Strahlen. Und es erinnert mich immer wieder an meinen Vorsatz, jeden Tag zu einem Luxustag zu machen, ihm zu genießen, dafür dankbar zu sein, jeden Moment wirklich als das zu nehmen, was er ist, als etwas ganz Besonderes. Und auch nicht zu vergessen, dass ich auch besser zu mir sein soll und mich besser behandeln soll und strahlen soll und glücklich sein soll. Man muss einfach Zufriedenheit in sich tragen, damit man sie empfindet und mit anderen teilen kann. Und dann steckt man die anderen vielleicht an. Ich hoffe es zumindest sehr. Und hier habe ich den noch einmal verglichen im Laden. Ich war mir nicht sicher, was ich mir kaufen soll. Man ist es nie und man sollte sich eine Sache nur dann kaufen, wenn man sich hundertprozentig sicher ist. Sonst bedauert man das die ganze Zeit und denkt, hätte ich bloß das andere gekauft.
Und dann ist es bei mir zumindest oft so, man kauft sich das eine und dann ein paar Wochen später oder Monate später das andere, weil man es im Grunde noch mehr haben wollte. Ich mache das nicht, denn mit diesem Armband bin ich mehr als zufrieden. Ich genieße es, ich trage es und ich freue mich sehr, dass es eine schöne Idee im Hintergrund hat. Am meisten freut es mich, dass es wirklich so dezent ist, dass ich es tatsächlich jeden Tag tragen kann, aber auch, dass es wiederum zu jeder Gelegenheit und immer tragbar ist. Also ich kann es auch auf Events anziehen oder auf schöne Abendgesellschaften. Es passt überall rein. Ich bin weder zu wenig noch zu viel mit diesem Armband und das ist genau mein Gusto. Ich kann dir dieses Armband nur empfehlen, falls du eins suchst. Es ist stabil. Bis jetzt habe ich noch keine Gebrauchsspuren gesehen oder irgendwelche Defekte bemerkt. Wenn du natürlich das von Cartier bevorzugst, kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Es ist ebenso wunderschön. Wie gesagt, mir hat dieses mehr gefallen und eben mehr die Kriterien mit Pluspunkten beantwortet, nachdem ich mich entschieden habe, welches ich kaufen möchte. Ich habe hier einfach das Gefühl, dass ich für mein Geld mehr bekomme. Falls du noch irgendwelche Fragen hast, nur zu, ich bin gerne für dich da und wünsche dir noch einen wunderschönen, strahlenden Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!